Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie recht herzlich zu einem neuen Videotutorial von GPS over IP begrüßen. Heute geht es einmal um die Grundlagen von Click-a-Point in Verbindung mit dem GPS Explorer. Click-a-Point ist dem einen oder anderen eventuell schon bekannt. Momentan befinde ich mich noch in dem Portal GPS Explorer Web. Da wollen wir jetzt auch bleiben und ich möchte Ihnen in Verbindung mit Click-a-Point ein paar Funktionen zeigen. Aber zunächst für diejenigen, die mit Click-a-Point noch nichts anfangen können und nichts davon gehört haben, werde ich mal kurz dazu was erläutern. Und ich schalte jetzt mal um auf die Webseite von Click-a-Point. So, und jetzt sehen wir hier ein Portal. Was stellt dieses Portal dar? Für wen ist dieses Portal gedacht? Also für den einen ist es hier eine klassische Mitfahrersuche. Das bedeutet für all diejenigen, die ein Fahrzeug besitzen und eine bestimmte Route fahren, dass man sich hier sozusagen einen Mitfahrer suchen kann. Das könnte jetzt eine Privatperson sein oder auch ein Unternehmen, wie zum Beispiel ein Busunternehmen. So, das ist aber nur eine Funktion, die Click-a-Point zu bieten hat. Hier haben wir die Funktion Sitzplatz suchen. Hier können all diejenigen, die einen Sitzplatz suchen, fündig werden. Angenommen, ich möchte von München nach Frankfurt fahren, dann kann ich hier bei der Funktion nach dieser Route suchen und sehe dann, ob es eine Mitfahrgelegenheit für mich gibt oder nicht. Also in dem Fall ist es die Sitzplatzsuche. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Sitzplatz anzubieten. Dazu müsste man oben auf den Reiter anbieten gehen. Da sich der ganze Ablauf bzw. die Aufgaben einer Mitfahrzentrale ähneln, hat man sich bei Click-a-Point auch dazu entschieden, eine Frachtsuche mit unterzubringen. Also wie gesagt, hier wird die Möglichkeit geboten, nach Fracht zu suchen. Es gibt aber auch wieder die Möglichkeit, Fracht anzubieten. Wie schon erwähnt, beachten Sie hierbei bitte, dass Sie oben den Reiter anbieten anklicken müssen. Momentan befinden wir uns auf dem Reiter suchen. Hier gibt es noch die Funktion Ladefläche suchen. Auch hier ist es wie bei allen anderen Funktionen, man kann sowohl danach suchen als auch die ganze Sache anbieten. Also wir haben Mitfahrer suchen, Sitzplatz suchen, Fracht suchen und Ladefläche suchen. Also nochmal zusammengefasst, diese vier Funktionen gibt es sowohl zum Suchen als auch zum Anbieten. Dieses Portal kann natürlich eigenständig genutzt werden. In Zukunft wird es noch mobile Applikationen geben. Aktuell möchte ich Ihnen aber zeigen, wie sich Click-a-Point im GPS Explorer verhält, beziehungsweise wie die Funktion Click-a-Point im Explorer integriert ist. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt hier mal ein paar Funktionen zeigen. Es sei vorab vielleicht erwähnt, dass Click-a-Point momentan ständig weiterentwickelt wird. Daher sollte man dieses Tutorial als Basis oder als Einstieg sehen für zukünftige Features und Funktionen. Aber damit man erstmal einen Überblick bekommt, wie das Ganze hier vonstatten geht, zeige ich Ihnen jetzt mal einige Funktionen. So, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir uns in einer Spedition befinden und für unsere Fahrzeuge im Umkreis ein oder mehrere Frachtaufträge suchen. Wie kann ich das jetzt tun? Was muss ich machen? Ich kann jetzt hier drüben bei der einzelnen Funktion, bei dem einzelnen Fahrzeug das machen und hier drauf gehen. Wir wollen aber über die globale Funktion, also über Anwendungen gehen. Das will ich jetzt auch mal tun und ich finde hier einen Punkt, Click-a-Point. Hier finde ich den Punkt einfache Suche. Wenn ich jetzt hier auf Frachtangebote gehe, werde ich wahrscheinlich Fracht sehen, die für den heutigen Tag zur Verfügung steht. Man kann aber auch eine Umkreissuche machen. Wir werden jetzt beides machen. Wir machen jetzt aber erstmal die einfache Suche. Demzufolge gehe ich hier drauf und dann auf Frachtangebote. Jetzt wird die Anfrage kurz recherchiert und weil sich hier unten noch zwei Punkte befinden, fährt die Karte ein bisschen raus. Ich sehe jetzt hier dieses Symbol, diese blauen Symbole. Das sind sozusagen mehrere Pakete. Und dieses Symbol sagt mir, dass sich dort Fracht befindet. Und genau neben dem Symbol befindet sich ein LKW, der diese Fracht fahren könnte. Ich könnte jetzt hier also aktiv werden. Ich klicke mal hier drauf. Jetzt werden mir hier Daten angezeigt. Also ich kann hier sehen, hier muss eine Fracht von Hannover nach Schermbeck. Ich kann jetzt hier auch noch den Anbieter sehen. Aber diese Informationen reichen mir nun leider nicht aus. Daher gehen wir hier unten auf den Link jetzt direkt zum Angebot wechseln. Und dann geht das Ganze hier auf, also die Angebotdetails. Und dann sehe ich jetzt hier weitere Informationen zu dem aktuellen Angebot. Möglicherweise ist jetzt dieser aktive etwas ausführlicher. Ich kann mir jetzt hier noch mehr Informationen rausziehen. Aktuell kann ich jetzt erkennen, dass es sich zum Beispiel um Stückgut handelt. Und es kann in dem Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr heute abgeholt werden. Hier kann ich erkennen, dass es sich um den heutigen Tag handelt, also könnte ich somit aktiv werden. Wenn ich jetzt mit demjenigen Kontakt aufnehmen möchte oder kommunizieren möchte, empfiehlt es sich natürlich bei Click-a-Point angemeldet zu sein. Daher können wir jetzt nicht kommunizieren.
Das wird uns auch hier angezeigt. In Zukunft wird es so sein, dass diejenigen, die den GPS Explorer benutzen, hier in dem Click-a-Point-Portal automatisch angemeldet werden. Da es sich ja um ein Produkt von GPS over IP handelt, werden sie hier durchauthentifiziert und können somit sofort tätig werden. Aktuell müssen sie sich hier aber noch anmelden. Okay, dann werden wir das Ganze mal wieder schließen. Dann befinden wir uns auf dem Portal von Click-a-Point. Wir möchten aber zurück in unseren GPS Explorer. Ich klicke hier oben mal auf das andere Register und jetzt sind wir zurück im GPS Explorer. Ja, wir könnten jetzt hier mal weitere Sachen anklicken und da mal Informationen anzeigen lassen. Aha, hier gibt es ein paar mehr Informationen. Transport eines Traktors mit Frontlader, Gewicht 5000 Kilogramm, Länge 5,5 Meter, Breite 2,4 Meter, Höhe 2,8 Meter und so weiter und so weiter. Jegliche Details kann ich mir ansehen und hier ist nochmal eine Übersicht für über das Ganze. Es könnte hier zum Beispiel auch ein Bild von der Fracht hinterlegt sein. Aber wie Sie jetzt gesehen haben, habe ich also so die Möglichkeit, Fracht zu suchen, die für meine Objekte, ich schließe das gerade mal, in Frage kommt. Wie ich das eingangs schon erklärt habe, könnte ich nach Fracht suchen. Aber ich könnte natürlich auch auf Ladeflächenangebote gehen, falls ich derjenige bin, der eine Fracht zu transportieren hat. Ich könnte jetzt sagen, okay, wer kann mir jetzt hier was transportieren? Das erkennt man an diesen Symbolen hier. Also das sind Fahrzeuge, Objekte, die bereit sind, von dieser Örtlichkeit etwas zu transportieren. Jetzt kann ich das anklicken und dann sehe ich das etwas genauer. Suche Aufträge für meinen 3,5 Tonner, 1200 Kilogramm Zuladung, 4400 Zentimeter Ladelänge, 175 Zentimeter Ladehöhe und so weiter. Jetzt kann ich auf diesen Link gehen und es werden mir weitere Informationen angezeigt. Ich kann jetzt zum Beispiel sehen, in welchem Radius er aktiv ist. Ja, hier habe ich sozusagen eine Community, mit der ich aktiv werden kann. Wenn mich jetzt die ganzen Informationen auf der Karte stören, also wenn das etwas überladen ist, dann kann ich das wieder zurücksetzen. Das mache ich hier oben. Dann befinden wir uns jetzt wieder im Ursprungszustand. Als nächstes habe ich hier noch einen Punkt Mitfahrangebote. Hierzu kurz erläutert, es gibt den Punkt Sitzplatzangebote. Warum hat man das hier integriert? Es gibt natürlich noch andere Unternehmen, beispielsweise Busunternehmen oder Taxi oder andere Firmen, die einfach im Bereich der Personenbeförderung tätig sind. Diese Bereiche wollen wir an dieser Stelle nicht ausschließen. Andererseits ähneln sich die Aufgaben und der Ablauf, die mit so einem Portal zu bedienen sind, sowohl für eine Mitfahrgelegenheit als auch für eine Ladefläche, eine Fracht oder einen Sitzplatz. Diese Funktionen beruhen alle auf dem gleichen Prinzip, aber natürlich werden hier noch unterschiedliche Optionen abgefragt und hier geht man bei Click-a-Point sehr ins Detail. Aber von der reinen Suchfunktion, also der Search Engine, sind die Abläufe gleich. Da GPS over IP steht für Telematik für alle Anfänger, hat man diese Community hiermit einbezogen. Ja, die Umkreissuche ähnelt sich der einfachen Suche. Also ich habe hier in diesem Menü auch wieder die Möglichkeit zu entscheiden, nach was möchte ich denn suchen. Ich könnte jetzt hier mittels Klick aktiv werden und hier bei Hannover einen Bereich markieren. Und das sage ich jetzt, ich möchte im Umkreis von 100 Kilometer suchen nach Fracht. Ah, und jetzt kann ich hier schon sehen, jetzt bietet hier einer eine Fracht an, die transportiert werden muss. Ich kann mir auch hier schon mal Vorabinformationen anzeigen lassen, ohne in das Portal Click-a-Point rüberspringen zu müssen. Wir machen das jetzt aber mal weg. Hier oben setzen wir zurück. Die Informationen, die ich hier oben einholen kann, die sind ja global. Und was wir jetzt mal machen wollen, ist, uns die Informationen fahrzeugbezogen zu holen. Das heißt jetzt, es könnte sein, ich habe jetzt dieses Fahrzeug hier aktuell rumstehen. Wir sehen das hier bei Stuttgart und hier suche ich mir jetzt eine Ladung, weil ich nicht möchte, dass das Fahrzeug leer zurückfährt. Daher klicke ich jetzt hier mal drauf und auch hier finde ich den Punkt Click a Point. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Fracht im Umkreis suchen. Das tun wir auch und jetzt kann man hier noch mit diesem Regler den Umkreis definieren. Und jetzt kann ich schon erkennen, ich habe hier in meiner Karte drei mögliche Frachtangebote. Ich kann auch wie gewohnt einfach mal draufklicken. Und da kriege ich wieder Informationen angezeigt. Die Ware ist ein 1 Kubikmeter Behälter auf einer Palette mit folgenden Maßen: Länge 120 cm, Breite 100 cm, Höhe 113 cm, Leergewicht des Behälters und so weiter. Oder ich gehe mal auf den anderen und demnach, wie es mir zu meinem Auftrag passt, kann ich mich dementsprechend entscheiden. Und wenn ich was gefunden habe, dann kann ich sagen, okay, das ist ein interessantes Angebot, ich möchte mit dem Anbieter in Kontakt treten. Ja, und dann kann ich hier sehen, es geht von Germersheim nach Michelau in Oberfranken. Und wenn ich sehe, das liegt eh auf meiner Strecke, könnte ich hier aktiv werden. Auch der Preis sagt mir zu und die verfügbaren Quadratmeter, also werde ich mich für dieses Angebot zum Beispiel entscheiden.
Hier oben setze ich wie gewohnt erstmal alles wieder zurück. Wenn man sich jetzt nicht speziell auf Fracht ausgerichtet hat, sondern eher auf den Personentransport, dann funktioniert das ganz genauso. Vielleicht dazu mal ein einfaches Beispiel. Wir nehmen uns jetzt mal ein Objekt. Wir haben jetzt ein Fahrzeug aktuell hier unten in München stehen. Und ich kann hier auf das Menü gehen und suche mir einen Mitfahrer im Umkreis beispielsweise. Vielleicht finde ich hier ja eine Person, die ich mitnehmen kann. Entscheidend dabei ist natürlich die Richtung. Das sind dann noch zusätzliche Funktionen und Features, die in Zukunft noch kommen werden. Aber jetzt könnte ich erstmal eine Person suchen, die ich mitnehmen könnte. Demzufolge gehe ich jetzt hier auf den Link Mitfahrer im Umkreis. Und nun geht diese Umkreissuche auf. Ich kann mir das hier noch ein bisschen konfigurieren. Und wenn die Einstellungen passen, gehe ich auf Suchen. Ah, und dann sehe ich, da hinten dran ist einer. Der möchte von München nach Kassel und demzufolge könnte ich den jetzt mitnehmen. Gut, dann setzen wir das mal wieder zurück. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit anderen Rubriken. Ob ich jetzt einen Mitfahrer suche oder einen Sitzplatz, da ich selber kein Fahrzeug besitze. Ja, oder ich suche mir nochmal Fracht im Umkreis, weil meine Ladefläche nicht ausgenutzt ist. Oder auch andersrum, ich habe zu viel Fracht und brauche ein Unternehmen, was mir Fracht abnehmen kann. Dafür gibt es dann die Funktion Ladefläche im Umkreis. Und so verschmelzt sich oder integriert sich nach und nach dieses Portal ClickApoint. Ich schalte da gerade nochmal kurz rüber in den GPS Explorer. So können Sie die Vorteile, die Vorzüge von ClickApoint hier nutzen. Das Ganze ist sozusagen eine Basis, was in Zukunft möglich sein wird. Und dann kann man einfach immer mal reinschauen in die Anwendungen, ob sich hier ein paar Funktionen erweitert haben oder geändert haben. Es werden hier immer mehr Punkte ergänzt. Es wird aber auch zur gegebenen Zeit wieder ein Tutorial geben und in diesem werden wir die neuen Funktionen immer wieder beleuchten. Dahingehend wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Funktion und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Tutorial.